Bacchus höchstpersönlich ist aus dem Olymp herabgestiegen, um den besten Wein unter der Sonne vorzustellen, richtig? Korrekt so, hier im schönen Saale-Unstrut-Tal, Sachsen-Anhalt, Freiburg, da wachsen die besten Weine und wir machen die besten Weine daraus. Ja. Was ist denn das Besondere am Wein von Saale-Unstrut? Was macht das geschmacklich mit einem? Also wir haben ja einen kalkhaltigen, also einen Boden. Es ist das Klima, das Mikroklima im Unstruttal und es sind die hochmineralischen Böden, die also unserem Wein den speziellen Geschmack geben. Hast du denn mal einen Kosteschluck für mich? Ah. Wir haben eine Neuheit in unserer Firma. Wir haben zum Beispiel einmal einen alkoholfreien Wein gemacht. Das wäre praktisch. Ich muss nämlich nachher noch mit dem Zug fahren. Das ist zum Beispiel ein Punkt, warum wir das gemacht haben für die Zugfahrer. Das ist also dein persönlicher Wein, da steht ja auch dein Name drauf. Der Bacchus, ja, das ist ja eine sehr bekannte und sehr verbreitete Rebsorte bei uns. Bacchus. Und das ist jetzt die Messeneuheit bei uns, es ist ein alkoholfreier Wein. Okay, bitteschön. Dann, Prost. Warte, jetzt kommt noch. Ah. Einen guten Wein genossen ohne einen Trinkspruch ist nur schnöde Sauferei. Dann hast du einen Trinkspruch parat? Genießet jeden Erdentag und seid des Lebens froh. Wenn ihr für eure Erben spart, dann machen die das so. Prost. Sehr zum Wohl. Also man schmeckt nicht, dass er alkoholfrei ist. Das ist schon mal das Gute, weil bei vielen Sachen, wo alkoholfrei draufsteht, die schmecken auch so. Der ist wirklich lecker. Es ist eine Alternative. Hübsche, junge, schwangere Frauen möchten manchmal doch auf den Genuss und auf den Geschmack nicht verzichten. Da ist natürlich Alkohol aus. Ja, das ist eine Alternative. Im Sportbereich, Autoverkehr und so weiter. Das ist wirklich eine Alternative. Gibt es im Moment als Rosé und als diesen Weißwein. Na dann. Auf euer Wohl!